eigentliche Kernbotschaft ist Harmonie, gute Arbeit, und die gute Arbeit wird auch gesehen und wird honoriert. Also ich merke einfach, dass wir zu einer Einheit uns entwickelt haben, egal ob das Ehrenamt ist, im Vorstand, mit Clubsyndikus oder im Hauptamt, aber auch mit den Ortsclubs und dann mit den Vertretern hier im Saal. Das spürt man auf der Mitgliederversammlung. Und das habe ich ganz stark auch gespürt gestern am OC-Abend, wo wir einfach Spaß miteinander hatten, miteinander gefeiert haben, schöne Gespräche geführt haben in einer tollen Location. Also rundum ein gelungener Abend, der eine richtige schöne Hinführung zur Mitgliederversammlung war. Und ich konnte, was mir echt ein Anliegen war, zum Thema Diversity ein Statement abgeben. Weil ich finde einfach, dass die Zeit dafür mehr als reif ist, dass ein Verein wie der ADC Westfalen ein Statement abgibt und auch Dinge organisiert, Mitarbeiter motiviert, da mitzumachen. Wir haben eine Diversity-Beauftragte, die sich um das Thema kümmert. Und auch hier auf der Mitgliederversammlung finde ich es total wichtig, dass unsere Delegierten sehen, dass der ADC Westfalen sich dort positioniert und eben das Statement auch abgibt.